Eigentlich langweilig. Wäre für mich nicht nur langweilig, sondern mir würde auch der Mittelpunkt meines Lebens fehlen. Das, wofür ich denke, wofür ich auf der Welt bin, woran ich arbeiten sollte, wozu ich beitragen sollte. Die beflügelt und bringt uns voran. Es ist ein Motor, es ist Schubkraft, es ist Energie. Ein Leben ohne Wissenschaft wäre für mich ein bisschen wie ein Baum ohne Äpfel. Ihm würden die Früchte fehlen, etwas, was man weitertragen kann, woran man sich erfreuen kann, was einem auch hilft, um weiterzuleben. Und das kann ich mir beim besten Willen eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Nicht aufhören können zu fragen, ein unabgeschlossener Prozess, der Veränderungen impliziert, die auch nicht immer nur angenehm sind. Fast eine Art von Reise, dadurch, dass man keinen Stillstand hat eigentlich, denn wenn man eine Frage beantwortet hat, ergeben sich meistens schon neue Fragen. Kommunikation auf unterschiedlicher Ebene. Mehr erfahren über die Natur, versuchen zu verstehen, wie die Dinge, die es in der Welt gibt, interagieren, welche Gesetzmäßigkeiten da drin bestehen. Dass meine Forschungsergebnisse in der Industrie angewendet werden können. Ich denke, Wissenschaft ist, wenn man sie ernst meint und ernst betreibt, a priori ein großer Teil des eigenen Lebens. Und ich glaube, das ist Leben und Erleben des eigenen Tuns und des eigenen wissenschaftlichen Tuns. Wir wollen natürlich unseren Wirtschaftsstandort stützen. Köln ist ja auch, und die Region Köln ist ja ein ganz starker Wirtschaftsstandort. Und deshalb haben wir auch die Aufgabe, hier diese Brücke zu schlagen und zu intensivieren. Köln ist ein interessanter Wissenschaftsstandort, weil er viele Institutionen bietet, die für sich interessant sind, viele davon auch recht gut, und weil sie untereinander gut vernetzt sind. Weil sich in Köln wirklich eine Forschungslandschaft entwickelt hat in den letzten 10, 15 Jahren, die einfach das ideale Umfeld für meine Arbeit darstellen. Weil es hier sehr viele mittelständische Unternehmen gibt, die auf hohem Niveau arbeiten und die an Forschung interessiert sind. Ich glaube, dass der Standort Köln wissenschaftlich eigentlich viel besser ist als der Ruf, den dieser Standort hat. Und wenn wir auch in die internationalen Ergebnisse schauen, so kann Köln etwas bieten. Das Engagement und die Aktivitäten in dieser Stadt sind facettenreich, vielseitig und sehr impulsiv. Also das darf man nicht unterschätzen. Manchmal muss man zweimal hinschauen. Köln ist ja eine faszinierende Wissenschaftsstadt mit sehr vielen Hochschulen, mit ganz verschiedenen Potenzialen. Also ein ganz, ganz großes Spektrum, das es einfach gilt, optimal zu kombinieren. Und das ist eine der großen Aufgaben der Wissenschaftsrunde. Zur Gründung der Wissenschaftsrunde führte der Leitbildprozess der Stadt Köln. Und in diesem Leitbildprozess gab es eben eine Arbeitsgemeinschaft, die sich mit dem Thema Wirtschaft und Wissenschaft auseinandergesetzt hat. Dort gab es auch entsprechende Repräsentanten aus diesen Bereichen. Man hat dann im Zuge dieser Aktivitäten festgestellt, dass die Wissenschaft in Köln viel zu wenig bekannt ist und sich dann dafür entschieden, eine eigene Wissenschaftsrunde zu gründen. Und das führte dann letztendlich eben 2004 dazu, dass der damalige Oberbürgermeister Schrammer eben die Wissenschaftsrunde einberufen hat.
Köln hat eine 2000-jährige Geschichte, ist eine sehr alte Stadt. Jeder weiß, dass Köln von den Römern gegründet wurde, aber niemand weiß, wie das römische Köln ausgesehen hat. Es geht bei dem Projekt Colonia 3D darum, das römische Köln, und zwar das komplette Stadtgebiet nachzubauen, dreidimensional zu rekonstruieren. Unser Ziel war es, eine Visualisierung zu realisieren, die das Optimum des derzeit technischen Machbaren in Bezug auf Realitätsgrad, Detailgenauigkeit, Performance und ganz wichtig auch Informationsgehalt erfüllt. Das Modell hat aber zwei Besonderheiten, die soweit ich sehe, eigentlich einmalig sind. Einmal die Möglichkeit, dass man die antike Stadt an vielen Standorten mit dem heutigen Stadtbild vergleichen kann. Man kann sich zeigen lassen, wie das heutige Stadtbild aussieht und wie da damals die römische Stadt ausgesehen hat, soweit wir sie eben rekonstruieren können. Der zweite wichtiger Punkt ist, dass man sich an ausgewählten Stellen zeigen kann, wie diese Rekonstruktion zustande kommt. Und wir können dann anhand des 3D-Modells sehr schön erläutern, dass dieser große Tordurchgang zum Nordtor des römischen Köln gehörte. Das Nordtor können wir dann wiederum im gesamten Stadtbild genau verorten, beziehungsweise wir können in einem weiteren Schritt die antike Rekonstruktion wiederum mit dem heutigen Stadtbild verbinden. Das Besondere ist, dass hier drei verschiedene Disziplinen zusammengearbeitet haben, also Archäologen, die uns die Inhalte geliefert haben, Designer, die für die Gestaltung der Anwendung zuständig waren, auch das Interface generiert haben und schließlich Informatiker, die für die technische Umsetzung verantwortlich waren. Mein Name ist Sven Derwalde. Ich bin Arbeitsgruppenleiter des operationellen Studienteams. Und das operationelle Studienteam führt hier bei uns im Institut primär Studien durch, beispielsweise im Schlaflabor, beispielsweise an der Zentrifuge, die Sie jetzt im Hintergrund hier sehen. Sind insofern interdisziplinär aufgestellt, führen also zusammen mit anderen Abteilungen hier aus dem Institut diese Studien durch. Die Zentrifuge ist ursprünglich dafür eingebaut worden bei uns im Institut, um Fragestellungen hinsichtlich der bemannten Raumfahrt zu beantworten. Beispielsweise haben die Astronauten, wenn sie im Weltall sind, bestimmte Probleme. Und deswegen ist es so ein bisschen das Ansinnen gewesen, die Astronauten zu unterstützen in ihrer Aktivität. Und dafür mussten einfach bestimmte grundlegende Fragestellungen noch beantwortet werden. Und das würden wir jetzt gewissermaßen mit Ground-Based-Forschung versuchen zu unterstützen. Also das Ziel wäre, irgendwann mal eine Zentrifuge im Orbit bzw. an Bord eines Raumschiffes zu haben. Und das, was wir jetzt konkret hier auf der Erde machen, ist herausfinden, mit welcher Art von Belastung können wir den Astronauten manipulieren oder unterstützen, damit er negative Effekte, die er im Weltraum erfährt, nicht so stark verspürt, also letztendlich ein Stück weit kompensiert. Centrifuge Operator, go, prepare. Centrifuge Operator, start the centrifuge. Ähnliche Symptome wie Astronauten sie beispielsweise haben, haben auch bestimmte Patientenkollektive hier auf der Erde oder haben auch ältere Menschen. Auch da gibt es Probleme im Bereich der Muskulatur und der anderen Körpersysteme. Und insofern kann man natürlich dann die Ergebnisse, die wir für die bemannte Raumfahrt finden, auch versuchen zu übertragen auf beispielsweise Patienten, immobilisierte Menschen und ähnliche. Es gibt Zusammenarbeiten hier mit anderen Wissenschaftlern in Köln, beispielsweise mit der Sporthochschule. Da werden wir in Kürze eine Studie beginnen, wo die Fragestellung beantwortet wird, was hat die Gravitation, jetzt in diesem konkreten Fall dann hier die Fliehkräfte, was haben die für einen Einfluss auf die Gehirnaktivität? Thank you.
Das Projekt, das wir hier durchführen, ist ein Projekt aus der Weltraumphysiologie. Und zwar untersuchen wir die menschliche Leistungsfähigkeit unter extremen Umweltbedingungen. Und das Medium Wasser nutzen wir quasi als eine Art simulierte Schwerelosigkeit, um Vergleiche der menschlichen Leistungsfähigkeit herstellen zu können zum Medium Weltraum. Das Projekt an sich kommt der Weltraumforschung zugute, beziehungsweise dem Astronautentraining, da Astronauten unter Wasser ihre Fähigkeiten trainieren, die sie nachher später im Weltraum durchführen sollen. Und die Erkenntnisse, die wir aus diesem Projekt gewinnen werden, werden quasi dem Astronautentraining zur Verfügung gestellt, um bestimmte Abläufe der menschlichen Leistungsfähigkeit verbessern zu können und besser trainieren zu können. Das Projekt anwendbar ist für die Weltraumforschung oder für andere Bereiche als unter Wasser. Interessanterweise sind ja degenerative Prozesse, die es im Weltall gibt, also die Leistungsfähigkeit, die schlechter wird mit Dauer des Weltraumaufenthaltes, ist in vielen Bereichen vergleichbar mit dem Alterungsprozess. Deswegen machen wir bei uns im Institut auch relativ viel Altersforschung. Und das, was wir hier an Erkenntnissen gewinnen, kann man mit Sicherheit teilweise für diesen Bereich auch verwenden. Wir studieren die Wirkung von mechanischen Reizen auf Strukturen, auf Gewebe, auf der zellulären Ebene und auf der makroskopischen Ebene. Wir haben am Beispiel der Zellkultur und der Belastung der Zellkultur gesehen, wie es gelingt, Zellen mechanisch unter Stress zu setzen, Zellen zu dehnen mit verschiedenen Frequenzen über verschiedene Zeitdauer. Morphologisch bemühen wir uns, die Belastung bei Aktivität, beim Gehen, Stehen, Laufen, Springen zu studieren, indem wir Kräfte messen, indem wir die Bewegungskinematik erfassen und dann die Belastung der Gelenke unmittelbar errechnen. Auf der anderen Seite versuchen wir, den Effekt von Schuhen, von Böden, möglicherweise auch von orthopädischen Hilfsmitteln, von Orthesen beispielsweise, zu studieren, inwieweit sie uns dann helfen oder möglicherweise im Rahmen einer Rehabilitation auch die richtigen Belastungen für das wiederherzustellende Gewebe bilden können. Von diesen Ergebnissen profitiert unmittelbar natürlich der Patient, der Athlet, der Allgemeinbürger, der möglicherweise über kurz oder lang seine Belastungen, seine körperlichen Aktivitäten so einstellen kann, dass sie positiv sind, dass sie eine positive Wirkung auf sein muskuloskeletales System haben und dass wir vermeiden lernen, Überbelastungen zu generieren, Überbelastungen zu provozieren, unter anderem auch durch bestimmte sportliche Bewegungen. Ich arbeite zum einen am Institut für Genetik der Universität zu Köln, also in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, und dort leite ich die Abteilung für Mausgenetik und Stoffwechsel. Das heißt, dort untersuchen wir ganz grundlegende Mechanismen, wie das Körpergewicht reguliert wird und wie der Blutzuckerstoffwechsel reguliert wird. Mein Forschungsinteresse liegt im Bereich der Stoffwechselerkrankungen, zu verstehen, warum Patienten übergewichtig werden auf der einen Seite und warum sie einen sogenannten Altersdiabetes, einen Typ-2-Diabetes entwickeln, der häufig eng zusammengeht mit dem Vorliegen eines Übergewichtes. Also unser Forschungskonzept ist in drei Teile gegliedert, die in verschiedenen Bereichen dieser verschiedenen Institutionen ablaufen. Also im Bereich der Universität erforschen wir am Institut für Genetik die grundlegenden Mechanismen. Und das machen wir im Wesentlichen anhand von Mausmodellen. Und wenn wir dort bestimmte Signalwege identifiziert haben, von denen wir glauben, dass sie eine entscheidende Bedeutung für diese Prozesse haben, versuchen wir das in den Abteilungen des MPIs und der Klinik dann am Menschen zu überprüfen und zu validieren.
Am Max-Planck-Institut für neurologische Forschung führen wir Untersuchungen in ähnlicher Richtung durch, haben aber hier ganz besondere Möglichkeiten, sowohl Mäuse, aber auch letztendlich Menschen mit Hilfe von sogenannten molekularen Bildgebungstechniken untersuchen zu können. Das heißt, dieses Institut bildet die Schnittstelle zwischen den Grundlagenexperimenten und den Experimenten am Menschen. Und in der dritten Abteilung an der Universitätsklinik zu Köln, am Zentrum für Endokrinologie, Diabetologie und Präventivmedizin, versuchen wir letztendlich diese Erkenntnisse dann in die Versorgung der Patienten übertragen zu können. Also ich denke, für mich persönlich bietet es die einmalige Gelegenheit, wirklich diese gesamte Spannbreite der Forschung verfolgen zu können. Also normalerweise ist man ja aufgrund der Ressourcen auch eingeschränkt auf den einen oder auf den anderen Bereich. Aber ich denke, gerade im Bereich der biomedizinischen Forschung ist es extrem spannend und wichtig, letztendlich auch zu versuchen, die Grundlagenergebnisse wirklich bis in die Klinik begleiten zu können. Und wenn man das in der Synergie dieser drei Institutionen machen kann, ist das für mich eine einmalige Forschungsgelegenheit. Wir haben zwei Forschungsschwerpunkte. Einerseits kümmern wir uns um ein Thema, das sich Robust Design nennt. Da geht es um Parameterinterpolation, statistische Analysen, Optimierung. Wir betrachten zum Beispiel Systeme in der Automobilindustrie, wo wir an Blechdicken ändern, Konzentrationen, Drücken, ähnlichen Dingen, um Produkte optimal zu gestalten. Wir kümmern uns in diesem Kontext auch um die Schaltungssimulation und etwas allgemeiner um die Netzwerksimulation, um den Gastransport zum Beispiel. Mit der Frau Rhein an der Fachhochschule Köln sitzt sie, arbeiten wir an verschiedenen Projekten. Aktuell kümmern wir uns darum, gemeinsam Aluminiumlegierungen zu untersuchen. Wir erforschen die Auswirkungen von Beimischungen verschiedener Legierungselemente auf Aluminiumlegierungen, auf deren Qualität. Neu daran ist die Erforschung mit mathematischen Methoden, die erfolgt dann im Fraunhofer-Institut. Also wir stellen hier verschiedene Proben aus Aluminiumlegierungen her, untersuchen die Qualität von diesen Proben und in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut erstellen wir ein geschlossenes mathematisches Modell, das dann ermöglicht, auch Aussagen für verschiedene Legierungen, die wir nicht untersucht haben, zu treffen. Und was wir mathematisch machen, ist da eine geschlossene Kurve durchlegen und diese Kurve ermöglicht uns dann auch Aussagen über das Verhalten von dem Aluminium zwischen diesen beiden Punkten. Ja, wir stellen kleine Proben von 10 Gramm her, zu denen wir dann verschiedene Legierungselemente beimischen. Dann werden die abgekühlt und in einer Kerbschlag-Biegeprobe zerschlagen und damit messen wir die Festigkeit des Aluminiums. Mit der Universität zu Köln arbeitet meine Abteilung sehr, sehr eng zusammen. Mit Frau Professor Tischendorf entwickeln wir gemeinsam kommerzielle Software. Das ist ein besonderer Glücksfall, dass Fraunhofer und Universität so eng kooperieren können. Wir schreiben gemeinsam einen Simulator, der Netzwerke simulieren kann. Und zwar einerseits für die Mikroelektronik, Schaltungen, andererseits für den Gastransport aktuell. Wasser und Öl sind Ausbaustufen. Hier an der Uni Köln beschäftigen wir uns konkret mit dem mathematischen Kern, der Lösung von den Differentialgleichungssystemen dahinter. Und das Fraunhofer-Institut konzentriert sich auf die beschleunigte Simulation, Implementierung dieser Algorithmen sowie die Schaffung einer modernen grafischen Benutzeroberfläche. Zudem hat die Kooperation den Vorteil, dass die Fraunhofer-Gesellschaft langfristigen Support an den Kunden anbieten kann, was die Softwarelizenzenbetreuung betrifft, während hier an der Universität zu Köln durch die befristeten Verhältnisse so ein langfristiger Support eher nicht möglich ist. Eine Zusammenarbeit zwischen Universität und Fraunhofer gründet sich meistens aus persönlichen Beziehungen, wie fast alle anderen Kooperationen im wissenschaftlichen Umfeld. Mein Chef, mein Institutsleiter, hat schlicht Frau Professor Ruschitzka kennengelernt über die Kölner Wissenschaftsrunde. Und dort haben sie schnell entdeckt, dass man gut kooperieren kann. Und dann reicht sich das durch bis in die Arbeitsgruppen. Und dann gibt es eine enge Kooperation. Als
eigenständiges Veranstaltungsformat ist die Kölner Kinderuniversität initiiert worden im Jahr 2003 durch den damaligen Rektor, Professor Tassilo Küpper. Und im Jahr 2007 hat dann die damalige Prorektorin, Frau Professor Dauner-Lieb, die Einladung an die Kölner Wissenschaftsrunde ausgesprochen, dass sich eben auch alle anderen Einrichtungen, Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen gerne beteiligen mögen an diesem speziellen Format der Wissenschaftsvermittlung für 8- bis 12-jährige Kinder. Und wo warst du? Ich war beim Projekt, das hieß Geheimauftrag Schokozelle. Und da haben wir eine Zelle gebaut, aus so welchen Schaumstoff-Dingern. Die Universität zu Köln möchte mit ihren Kinderuni-Veranstaltungen den Kindern erste Impulse geben zu Fächern, zu Fragestellungen, die so im Unterricht nicht vorkommen. Und natürlich auch Orientierungsleistung schon frühzeitig für ein Studium geben. Die Wissenschaftsscheune ist eine Einrichtung des Max-Planck-Institutes und wird gefördert auch von der Max-Planck-Gesellschaft. Und die Grundlagen eigentlich sind gelegt schon in der Zeit der Freisetzungsversuche. Und da haben auch die Direktoren gesehen, dass man wirklich was tun muss. Man kann nicht alles nur veröffentlichen in wissenschaftlichen Journalen, sondern vielleicht ist auch gut, wenn mal was im Express steht. Und da hat mal was gestanden, nämlich von unserem Institut, unser Weizen ist ein Türke. An dem Weizen stehen wir jetzt übrigens hier. Wir gehen zunächst mal in den Riechgarten. Duftende Pflanzen, den wir kennenlernen. Und dann machen wir ein kleines Rasenspiel. Er bekommt dann in so kleinen Röhrchen. Wir haben zurzeit drei Abteilungen mit drei Direktoren. Der Martin Kornev, die Abteilung, da geht es um Resistenzen, um Wachstum. In der zweiten Abteilung, da geht es um was Schönes, nämlich was Blühendes, was Strahlendes. Warum blühen Pflanzen? Und die dritte Abteilung, da geht es ja eigentlich um was Trauriges, nämlich auch Pflanzen werden krank. Also wir möchten gerne verstehen, die Mechanismen, warum Pflanzen krank werden, wie das so ist und wie man vielleicht Pflanzendoktor dann spielen kann. Wir haben ganz viele Spiele erfunden und besondere Wege, um Leute das begreifbar zu machen. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, wenn man was hört, das vergisst man. Wenn man was sieht, wie wir jetzt, das behält man vielleicht ein bisschen. Aber erst wenn man was macht, was physikalisch macht, also mit Händen macht, dann behält man das. Und nach diesem Prinzip gehen wir hier vor. Wir machen ganz viele Aktivitäten und Experimente. Hat jemand noch eine neue Pflanze? Oh, hier ist eine Yellow Lady. Das ist Raps. Ja. Und das gibt es nur in einem Teil. Das ist nämlich in dem, die mögen nämlich Feuchtigkeit. Ah ja. Und was hast du hier? Kannst du mal das aufmachen? Hier so eine Schote. Und was da drin? Ich halte den Ball. Und was wirklich da drin ist, was kommt da raus? Oh, hier kommen sie alles. Und wenn wir jetzt, hat jemand ein saures Taschentuch, dürfen wir das mal borgen? Eins. Wir können nämlich sehen, ob da wirklich Öl drin ist, indem wir Folgendes machen. Ich probiere das mal, vielleicht ist es zu hart. Wenn wir feststellen, dass der Erste, der hier in der Wissenschaftsscheune gewesen ist, einen Nobelpreis kriegt, dann haben wir unser Ziel erreicht. So gesehen fangen wir wirklich jung an und da sind Kinder noch neugierig und man kann das auch noch leichter wecken oder erhalten. Und einfach, dass Kinder wiederkommen oder dass sie mit ihren Eltern wiederkommen, was auch passiert. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, Ulrike Pietschwin von der Kölner Kinderuniversität. Ich begrüße Sie sehr herzlich, aber auch im Namen der Kölner Kinderuni. Die Kölner Kinderuni, das ist dieser Gesamtverbund aller Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, die in der Kölner Wissenschaftsrunde
sich dahingehend verständigt haben, den Wissensdurst in der Gesellschaft nicht nur zu sättigen, sondern vor allem anzufachen.